Bevor ich dem nächsten Redner das Wort erteile, würde ich gerne noch kurz den Antrag, der Ihnen auf den Plätzen verteilt, dessen eingegangen ist, noch vorstellen. Ein dringlicher Antrag Fraktion Bündnis 90 Die Grünen, FSC-Zertifizierung des Hessischen Staatswaldes fortsetzen. Drucksache 21574. Da ist die Frage, wird die Dringlichkeit bejaht? Da sehe ich zumindest keinen Widerspruch. Dann ist das so. Dann wieder der Topf 53 und kann, wenn niemand widerspricht, mit Topf 14 zu dem Thema aufgerufen werden. Widerspruch sehe ich nicht. Herzlichen Dank. Dann verfahren wir so. Und ich gebe dem nächsten Redner das Wort, Herr Abgeordneten Müller, Fraktion CDU. Herr Müller, Sie haben das Wort. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, was ist an diesem Antrag von Ihnen aus der AfD hier im Landtag eigentlich zu behandeln? Die Frage muss man sich ernsthaft stellen, weil Sie haben ganz viele Dinge angeprangert, die man diskutieren kann. Man kann ja auch darüber nachdenken, aber effektiv gesehen hat dieses Haus dazu nichts zu entscheiden. Das, was Sie wollen, in Ihrer Überschrift Kahlschlag in der hessischen Automobilindustrie aufgrund falscher Politik, Anreize der Politik, und dann wollen Sie alle möglichen Dinge, die wir verändern sollen, die können wir nicht verändern, weil die machen andere. Aber das, was wir verändern könnten, zum Beispiel Industrieförderung, Konversionsförderung, Transformationsförderung, da sagen Sie kein Wort zu. Sie sagen nur, der Landtag fordert die Landesregierung auf, die marktwirtschaftlichen Rahmenbedingungen zu verbessern. Sie sagen aber nicht, was gemacht werden soll. Sie sagen auch nicht, wie es gemacht werden soll, sondern wie immer. Sie stellen eine Analyse vor, tragen dazu vor, aber sagen nie, was daraus folgt. Nie. Sondern Sie sagen als Einziges, und das muss man immer festhalten, es muss so bleiben, wie es war. Und so bleiben, wie es war, das ist nicht die Idee von Industrie und auch nicht von Industriepolitik, weil wenn es so bleibt, wie es war, würden wir heute, wie Kaiser Wilhelm sagte, noch mit den Pferden reiten, weil sich diese Benzinkutschen nie durchsetzen würden. Das ist effektiv die Situation. Und, ja, ich weiß, aber jetzt, Entschuldigung, hören wir uns doch mal einfach zu Ende zu. Hier will keiner Planwirtschaft machen, sondern Sie sagen, es soll etwas geschehen, aber nicht was, und es soll sich nichts verändern. Das ist doch Ihr Mantra. Und Sie tragen dann alles Mögliche vor. Sie tragen zum Beispiel vor, die deutsche Automobilindustrie sei gefährdet und die Arbeitnehmer seien die Belasteten. Gleichzeitig sagen Sie, zwei Sätze später, die Löhne sind viel zu hoch und sind schuld daran, dass unsere Industrie nicht mehr wettbewerbsfähig ist. Sie müssen sich entscheiden, was Sie wollen. Und soziale Marktwirtschaft ist eben mehr als einfach nur platt etwas dahingesagt, sondern soziale Marktwirtschaft ist immer auch ein Ausgleich von Interessen und ein Ausgleich von wechselseitigen Ansprüchen. Und die hohen Löhne machen übrigens die Industriechefs mit, gemeinsam mit den Gewerkschaften. Denn das ist nichts, was hier durch die Regierung angeordnet wird. Das ist nichts, was irgendwer von uns sagen kann, so ist es. Sondern das wird in Tarifverhandlungen zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern ausgehandelt. Wenn Sie das in Frage stellen wollen, dann ist das in Ordnung. Das hat schon mal eine Regierung in unserem Land gemacht, in früheren Zeiten. Und wo das gelandet ist, wissen wir. Aber das ist auch keine Analyse. Das ist auch keine Analyse, denn Sie gehen ja immer weiter. Sie sagen, der Landrat stellt fest, dass die aufgrund der Klimagesetzgebung angeblich notwendige Transformation der deutschen Wirtschaft. Also, ich muss Ihnen mal sagen, mit wem wollen Sie sich denn auseinandersetzen? Mit der deutschen Wirtschaft, mit den Arbeitnehmern oder mit der Politik? Weil die Transformation der Wirtschaft ist eine Angelegenheit der Wirtschaft. Politik hat, und da könnten wir ja möglicherweise sogar ähnliche Auffassungen haben, Rahmenbedingungen zu setzen und Ziele. Ich persönlich und meine Fraktion ist der Auffassung, dass wir den Inhalt des Weges nicht wirklich selber zu bestimmen haben. Das haben die Akteure der Wirtschaft selber zu tun. Das heißt, wenn wir Klimaneutralität möchten, dann können wir das als Ziel beschreiben. Übrigens wollen das alle Europäer. Das wollen übrigens auch die Chinesen.
Sie sagen, sie sind ausgestiegen. Nein, sind sie nicht. Sie sagen ganz deutlich, auch wir müssen etwas für die Klimaneutralität tun. Ich habe das schon mal hier vorgetragen. Sie haben sich nur einen anderen Zeitrahmen gesetzt. Das wollen auch die Amerikaner, die Südamerikaner und auch die Menschen auf dem afrikanischen Kontinent. Und Sie können nicht so tun, als wenn das ein Zufallsthema ist. Es ist einfach falsch, was Sie sagen. Sondern die Klimaveränderung, die uns zunehmend erfasst, man kann jetzt die Bewertung unterschiedlich vornehmen, aber es ist unstreitig, dass sie uns zunehmend erfasst, verlangt Änderung. Und da stellt sich die Industrie drauf ein. Ich bin nicht der Auffassung, dass die Industrie auf eine Form abfährt, also das Elektroauto. Das war ich noch nie, bin ich auch nicht der Auffassung, aber es ist eine von vielen Alternativen. Und wenn Sie jetzt den Chef oder den Enkel, ist er nicht der Chef, von Toyota zitieren, mit dem Hinweis, dass E-Mobilität für ihn keine Zukunft hat, dann haben Sie wiederum nur, wie immer, die Hälfte der Wahrheit gesagt. Denn Toyota setzt auf die Brennstoffzelle. Das ist nichts anderes als ein E-Auto, welches mit Wasserstoff, Kraftstoff den elektrischen Strom für das Fahrzeug herstellt. Also Leute, ihr könnt doch nicht so tun, als wenn die E-Mobilität von gestern ist. Warum ist die E-Mobilität für die Industrie ein Vorteil? Weil sich die technischen Produktionsbedingungen für das Auto grundlegend ändern. Unendlich viele Aggregate, die wir heute brauchen, sind nicht mehr erforderlich. Das verbilligt auf Dauer die Produktion, das verändert sie damit deutlich und damit einhergehend ist eine Transformation von der Herstellung von Automobilen verbunden. Und da können Sie sagen, das ist schrecklich. Ja, das können Sie tun. Aber Veränderung bedingt eben auch Anpassung an neue Dinge. Und liebe Kolleginnen und Kollegen, wir bleiben dabei und wir haben es in unserem Koalitionsvertrag auch beschrieben, Hessen ist ein Autoland. Das ist für uns überhaupt nicht in Frage zu stellen. Nur den Weg, den die Automobilindustrie beschreiten wird, den werden wir nicht vorgeben, sondern wir werden nur das Ziel vorgeben wollen. Und wir würden uns freuen, wenn die Bundesregierung das auch so macht, indem sie schlichtweg sagt, Klimaneutralität ist unser Ziel. Wie ihr dahin kommt, ist völlig wurscht. Das ist die Freiheit, die wir wollen. Und dann kann man, wie die Kollegin Kinkel, zu dem Ergebnis kommen, dass es nur eine Alternative gäbe. Aber dann muss die Industrie selbst drauf kommen. Das ist dann in Ordnung. Oder aber es bleibt bei vielfältigen Betrachtungen. Und insoweit bin ich dem Kollegen Naas dankbar, dass er sagt, wir wollen technologieoffen sein. Und das wollen wir auch. Wir wollen das nach allen Seiten sein, weil wir eben die Vorgaben nicht machen wollen, wie es geht. Und wenn Sie auf HVO abstellen, was eine schlaue Idee ist und was eine gute Idee ist, dann müssen Sie aber auch richtigerweise, lieber Kollege Naas, das tun, was bei Konversion und Transformation der deutschen Automobilindustrie immer geschehen ist. Immer. Bei jeder Veränderung der technischen Grundlagen hat die Bundesregierung immer eins gemacht. Sie hat gefördert. Denken Sie nur mal an den Katalysator. Als wir irgendwann festgestellt haben, das Zeug, was hinten rauskommt, ist giftig. Dann haben wir den Katalysator eingeführt. Den haben wir nicht eingeführt, indem wir ins Gesetz geschrieben haben, jetzt muss es sein, sondern wir haben ihn eingeführt, alle miteinander mit einer Fördermaßnahme verbunden, um den Menschen es attraktiv zu machen, umzusteigen. Und die E-Mobilität in Deutschland ist nicht eingebrochen, weil das alles sinnwidrig ist und weil es schlecht ist, sondern sie ist eingebrochen, weil Menschen sich auf ein Zusageversprechen verlassen haben, Fahrzeuge bestellt haben und während des Bestellvorgangs oder beziehungsweise danach feststellen mussten, dass die Förderung weg ist. Das ist der falsche Weg. Und lieber Herr Naas, dafür können Sie sich jetzt nicht freizeichnen, steht halt auch die FDP mit. Das ist alles verständlich. Man kann das auch diskutieren, warum das jetzt so gekommen ist. Aber es führt eben dazu, dass der Absatz der E-Mobilität in Deutschland nachgelassen hat. Da können wir drum rumreden, wie wir wollen. Wir werden an dem Ergebnis nichts ändern. Und liebe Kolleginnen und Kollegen, was wollen Sie denn als AfD? Wissen Sie, Sie sagen, es darf das nicht sein. Es darf nicht sein, dass die EU-Verbrenner verboten sind. Okay. Kann sein, aber was ist Ihre Alternative? Was ist Ihre Alternative, ob der Klimawandel menschgemacht ist oder nicht, ist doch völlig egal. Die Situation ist, dass die Industrie auf dieser Welt erkannt hat, dass wir in Anbetracht des vorhandenen Klimawandels, und das bestreiten nun ernsthaft nur noch ein paar Menschen auf dieser Erde,
dass wir etwas tun müssen und dass sich deshalb Produktionsweisen in dieser Welt ändern müssen. Das ist vollkommen unstreitig zwischen allen Industriechefs dieser Welt. Man muss doch nur lesen und zuhören. Sie können doch nicht sagen, nur weil Politik etwas formuliert, sondern die Menschen in der Industrie sagen das. Und dann, wo ist Ihr Vorschlag, was zu tun ist? Wie immer. Und das muss man mal festhalten. Ich möchte mich gar nicht mit dem Inhalt der Partei auseinandersetzen. Ich will mich nur damit auseinandersetzen, dass Sie immer angreifen, es ist schlecht. Sie sagen aber nie, wie es besser werden kann, wie es gut werden kann. Und vor allen Dingen, Sie sagen nie, wie es morgen aussehen soll. Und, liebe Kolleginnen und Kollegen, letztlich kommt es darauf an, dass wir in Hessen eine gute Kulisse bieten für unsere Unternehmen, die wir hier haben. Dass wir da fördern, wo wir es fördern können, dass wir Möglichkeiten bieten und vor allen Dingen, dass wir Veränderungen erleichtern, indem wir Genehmigungen verkürzen, indem wir Formulare im wahrsten Sinne des Wortes in den Schutt schmeißen und indem wir schlicht und einfach die Bedingungen für unsere Wirtschaft vor Ort verändern. Und dann bin ich mir sicher, haben wir, wie bisher auch, in Hessen eine gute Zukunft zu erwarten mit einer guten Industrie. Vielen Dank. Zur Kurzintervention hat sich gemeldet der Abgeordnete Gagel, Fraktion AfD. Ja, vielen Dank, Frau Präsidentin. Ja, Herr Naas und Herr Müller, insbesondere Herr Müller, ich kann Ihnen da schon mal auf die Sprünge helfen für Ihre schwache Vorstellung, die Sie ja gerade geliefert haben. Es ist schon ganz schön erbärmlich, wenn Sie offenbar die Anträge, die wir hier gestellt haben, nämlich unseren Setzpunkt, da können Sie es nachlesen, unter Punkt 6 bis 11, nämlich insgesamt 6 Punkte, was wir von der Landesregierung fordern, was sie tun soll. Da können Sie das nachlesen. Lesen hilft, Herr Müller, an der Stelle. Und da steht ganz klar drin, dass wir die Landesregierung auffordern, verschiedene Dinge zu tun. Ich will das jetzt nicht im Einzelnen wiederholen, die Zeit habe ich nicht mehr. Aber das können Sie schwarz auf weiß nachlesen. Dann stellen Sie sich bitte hier nicht im Plenum hin und erzählen so einen Unsinn. Der zweite Punkt. Hier wurde gesagt, Kutsche und Konrad Zuse, immer wieder diese Vergleiche, wenn wir da nicht die Fantasie gehabt hätten, dass der Fortschritt kommt. Ja, aber meine Damen und Herren, hier haben wir eine planwirtschaftlich von oben vorgeschriebene Technologie beziehungsweise ein Prinzip, nämlich das der Klimaneutralität, was uns aufgestülpt wird und danach müssen wir alle handeln. Planwirtschaft, das wissen wir doch alle, die DDR hat es uns doch gezeigt, funktioniert nicht. Marktgetrieben muss es sein, es muss aus Erfindungen kommen, jemand muss was Tolles erfinden, was die Leute nachfragen und dann kann sich das am Markt entwickeln. Was Sie wollen von den Grünen, das ist Klimaplanwirtschaft. Und es wird in den Untergang der deutschen Automobilindustrie führen. Das kann ich Ihnen sagen, das ist so sicher wie das Amen. Nächster Punkt. China steigt aus dem Pariser Klimaschutzabkommen aus. Wer Aufmerksamkeit letzte Wahlperiode zugehört hat, ich hatte es hier gesagt, ich hatte auch das Zitat von China, von dem Ministerpräsident hier gebracht. Können Sie nachlesen, Sie können es auch noch mal googeln. China hat sich vom Pariser Klimaschutzabkommen verabschiedet, Herr Müller. Das ist einfach nur mal Fakt, was wir zur Kenntnis nehmen müssen. Und der letzte Punkt, ich komme sofort zum Ende, der letzte Punkt, wer glaubt, mit Subventionen E-Autos oben halten zu können, der liegt falsch. Wir haben nichts gegen E-Autos. Wenn sich E-Autos durchsetzen, weil die Leute es nachfragen, dann sollen sie doch ruhig E-Autos fahren. Ich habe doch gar nichts dagegen. Ich jedenfalls würde mich heute gegen ein E-Auto entscheiden. Vielen Dank. Zur Reaktion hat sich der Abgeordnete Müller zu Wort gemeldet. Frau Präsidentin, verehrte Kolleginnen und Kollegen, also ich liebe das ja erbärmlich. Das habt ihr gern das Wort. Es ist erbärmlich, wenn hier ein Abgeordneter redet. Okay. Dann will sich der Erbärmliche damit auseinandersetzen. Xi Jinping auf dem Parteitag. Unser Ziel ist es, den Höchststand der CO2-Emissionen vor 2030 und die CO2-Neutralität
vor 2060 zu erreichen. So viel zum Verabschieden aus der Klimaneutralität. Es gibt keinen Staat mehr auf dieser Welt, der sich nicht zur Klimaneutralität beteiligt und bestätigt das auch. Und das ist einfach Fake News, was Sie immer wieder behaupten. So, und jetzt wollen wir zu Ihren Anträgen kommen. Also, der Landtag fordert die Landesregierung auf, sich dafür einzusetzen, das und das zu unterlassen. Punkt 7. Der Landtag fordert auf, weiteren Schaden mittelständig abzuwenden und sich dafür einzusetzen, alle gegen den Verbrennungsmotor blub 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 zu unternehmen. 8. Der Landtag fordert, die einseitige Förderung von batterieelektrischen Fahrzeugen sofort zu beenden. Wir fordern nichts, aber es macht ja nichts. Das ist wieder ein etwas dagegen. 9. Der Landtag fordert die Landesregierung auf, die marktwirtschaftlichen Rahmenbedingungen in Hessen zu verbessern. Das habe ich vorhin zitiert. Sie haben nichts an keinem einzigen Punkt gesagt, was Sie für die Zukunft von Hessen wollen. Sie sagen nur, was Sie nicht wollen. Und das ist schlicht und einfach der Klassiker, wie Sie immer wieder vorgehen. Sie sagen, was Sie nicht wollen. Sie sagen aber nicht, was Sie für die Zukunft der Menschen hier in Hessen wollen. Das ist Ihre Methode, Politik zu machen, verächtlich machen und zu sagen, was nicht geht, aber nie zu sagen, wie die Zukunft für unser Land aussieht. Dankeschön. Als nächster Redner hat der Abgeordnete Krüger, Fraktion SPD, das Wort. Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren, wir wollen den Automobilstandort Hessen erhalten. Es geht dabei um gute Arbeit, es geht dabei um Steuereinnahmen und es geht um die industrielle Zukunftsfähigkeit unseres Landes. Und unseres Landes, damit meine ich natürlich als hessischer Landtagsabgeordneter zunächst einmal Hessen, aber ich wage das auch auf Deutschland zu erweitern. Das ist das, worum es geht. Es geht um Industriepolitik, es geht natürlich auch um Außenwirtschaftspolitik, es geht aber vor allen Dingen um unser Land. Und ich bin dem Abgeordneten Jürg-Michael Müller dankbar, dass er das gerade noch mal klar gemacht hat. In der Debatte hier geht es um die Fragen, was können wir hier in Hessen tun, um etwas Bestimmtes zu erreichen? Was sind die Maßnahmen, die wir als Gesetzgeber und was die Regierung als Exekutive machen kann, damit wir in Hessen auch ein zukunftsfähiges Land haben, damit wir in Zukunft auch noch eine Automobilindustrie in Hessen haben, und darum geht es, und dazu hat die AfD keinerlei Antworten gegeben. Unsere Antwort ist, wir werden unsere Industrie bei dem Struktur- und Produktwandel, den es gibt, und daran ändern auch zurückgehende Zulassungszahlen vorübergehend nicht, wenn man sich die weltweite Entwicklung anschaut. Die Messe für den Verbrennungsmotor bei Kfz ist gelesen. Die Zuwachszahlen bei den Elektroautos sind riesengroß. Und für die Elektroautos spricht sehr viel. Einerseits ihre wesentlich höhere Energieeffizienz. Ja, ja, hören Sie mal zu, Sie können da was lernen, nicht immer dazwischen quaken. Sie sind doch die sich immer beklagen, dass andere bei Ihnen dazwischenrufen und das selber ständig machen. Ständig. Ja, und das ist die Heuchelei, die wir bei Ihnen besonders kritisieren. Also, wir wollen hier in Hessen mit einem Hessenfonds unsere Industrie bei der Struktur- und Produktwandel wollen wir unterstützen. Das ist das, was wir in Hessen machen können. Wir können dafür sorgen, dass Industrieunternehmen in Hessen nicht kalt erwischt werden von dem Strukturwandel, der jetzt ansteht, sondern dass sie in der Lage sind, sich darauf vorzubereiten. Und dass sie das vor allen Dingen nicht einfach nur von oben herab aus dem Management heraus machen, sondern zusammen mit den Mitarbeitern, mit den Gewerkschaften, mit den Betriebsräten. Das ist uns sehr wichtig. Und in dem Zusammenhang noch ein Hinweis. Hier wurde gerade von Continental geredet. Also ich halte die Entscheidung von Continental, zum Beispiel den Standort Wetzlar aufzugeben und nach Frankfurt zu transferieren, für eine unternehmerische Fehlentscheidung. Das liegt simplerweise, und das ist das, was der Betriebsrat in Schwalbach auch gemeint hat. Das ist eine Entscheidung, die wird sozusagen grosso modo über die konzernweiten Kennzahlen betrachtet. Dabei wird aber nicht beachtet,
dass es Mitarbeiter gibt, die sagen, ich bin zwar hochqualifiziert, ich bin hier entscheidend für Projekte, aber nach Frankfurt, weil ich komme ja in diesem Fall dann zum Beispiel aus dem nördlichen Land-Dill-Kreis, da ist nach Wetzlar, das kriege ich noch gerade so hin, nach Frankfurt fahre ich nicht, setze mich nicht 2 Stunden in Zug, dann suche ich mir bei einem anderen innovativen Unternehmen im nördlichen Land-Dill-Kreis zum Beispiel oder im Siegerland einen neuen Job. Und diese Menschen werden verloren, gehen verloren. Das hat das Management in Hannover vielleicht nicht ganz auf dem Schirm. Das war das, was der Betriebsrat meinte. Und ich kann Ihnen nur empfehlen, reden Sie mal mit den Betriebsräten. Schimpfen Sie nicht nur einfach über die, sondern reden Sie mit denen. Weil die haben Ahnung davon, was da vor sich geht und was da los ist. Und nie gab es übrigens einen Mythos Null Emissionen bei batterieelektrischen Fahrzeugen. Das gab es nie. Jeder weiß, dass natürlich der Strom irgendwie produziert werden muss und jeder weiß, dass die Autos produziert werden müssen. Und da gibt es logischerweise immer einen Rucksack. Die Frage ist nur, ist der Rucksack größer oder kleiner als der von Verbrennermotoren? Und das ist die entscheidende Frage. Und er ist jetzt schon kleiner und er wird natürlich durch Skaleneffekte und durch die Produktion mit erneuerbaren Energien immer kleiner. Und vielleicht wissen Sie es nicht, aber wenn man einen Verbrennermotor hat, dann verbrennt man ja dabei Benzin. Glauben Sie, dass die Produktion von Benzin ohne Strom auskommt? Nein. Pro etwa 100 Kilometer verbrauchen Sie etwa 12,5 Kilowattstunden Strom, wenn Sie mit dem Verbrenner fahren. Der ID.3... der verbraucht 15,4 Kilowattstunden, aber ohne dabei zusätzlich noch Benzin zu verbrauchen. Da sieht man, wie viel effizienter ein batterieelektrisches Fahrzeug ist. Und das ist auch der Grund, warum sich diese Technologie auf dem Markt durchsetzen wird. Auf dem Markt durchsetzen wird. Und das Einzige, was wir machen können, ist dafür zu sorgen, dass die deutsche Automobilindustrie, die hessische Automobilindustrie dabei nicht untergeht, sondern in Zukunft wieder mit dem alten strahlenden Glanz auferstehen wird als batterieelektrische Fahrzeugindustrie. Das ist das, was wir wollen. Und das ist der Grund, warum der Opel-Chef Hüttl sagt, in der Tat, die Zukunft gehört dem batterieelektrischen Fahrzeug. Und weil hier gesagt wurde, ja, Opel, die haben ja eigene Interessen. Und das, also ich sag mal so, ich finde das ja gut, dass Stellantis sich dafür entschieden hat, gerade Opel zur Elektromarke zu machen, weil das sichert aus unserer Sicht Arbeitsplätze in Hessen. Aber es ist ja auch zum Beispiel VW-Chef Blume, der sagt, dir das batterieelektrische Fahrzeug ist dem Verbrenner schon jetzt haushoch überlegen. Schon jetzt. Und also ehrlich gesagt, wenn das ein Automobilmanager sagt, wer bin ich denn dann, ihm zu widersprechen? Also insofern sieht das ja offensichtlich die Automobilindustrie genauso. Wir wollen den Automobilstandort in Hessen erhalten. Und wenn wir damit einen Beitrag zum Klimaschutz leisten, dann ist das aus unserer Sicht positiv und gut. Und das ist aber nicht der einzige Grund, warum wir das machen. Wir wollen eine starke Industrie haben, wir wollen eine starke Außenwirtschaft haben. Und deswegen werden wir uns da ins Zeug legen, dass die absehbare Entwicklung, die wir haben, dass die dann auch entsprechend in Hessen nachvollzogen werden kann. Und jetzt noch ein Satz zum HVO-Diesel. Also wenn sich das am Markt darstellen lässt, dann ist das okay. Man muss nur die Rahmenbedingungen sehen. Und ich glaube, da wird im Augenblick noch die Rechnung ohne den Wirt gemacht. Weil wenn ich mir anschaue, die Mengen, die an Ölmühlen abwässern, geliefert werden aus China und ich sehe, dass die in der Menge größer sind als die Produktion aller Ölmühlen auf der Welt, dann habe ich das Gefühl, da stimmt irgendwas nicht. Und zwar ist die Verbrennung von Palmöl in der Europäischen Union verboten, aber offensichtlich wird uns da möglicherweise Palmöl von China untergeschoben. Und da muss die Europäische Union mit ihrer Außenwirtschaftskompetenz, das haben wir ja an die abgegeben, die Außenwirtschaft, also nicht wir Hessen, sondern Deutschland, die Bundesrepublik hat das abgegeben an die Europäische Union, da muss die Europäische Union auch noch mal hinterherhalten. Und ich weiß nicht, ob die Mengengerüste, die dann notwendig wären, wenn HVO irgendwie eine riesengroße Zukunft haben sollte, ob die dann noch reichen, wenn man
tatsächlich das Palmölverbot da auch konsequent durchsetzt und auch konsequent zertifiziert. Und das hat, also ehrlich gesagt, einem Zertifikat aus China traue ich persönlich nicht. Da müssen die Chinesen schon offenlegen, woher sie das Zeug haben. Wenn sie es nicht machen, muss ganz einfach ein Importverbot her, ja, weil auf eine andere Art und Weise können wir unsere Standards gar nicht durchsetzen. Von daher, das ist eine schwierige Kiste, das ist keine Zukunft. Die Zukunft liegt beim batterieelektrischen Fahrzeug, ich habe es ziemlich deutlich klar gemacht. Und insofern lassen Sie uns da in Hessen dran arbeiten, in Hessen, und nicht mit irgendwelchen seltsamen Anträgen, die wir hier überhaupt nicht beraten können, weil sie eigentlich uns nicht betreffen. Die unsere Zukunft liegt in Hessen, und wir wollen, dass Hessen bei der batterieelektrischen Mobilität vorn ist. Glück auf! Als nächstes spricht die Landesregierung. Ich gebe Herrn Staatssekretär Sonnmetz das Wort. Ja, sehr geehrte Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, das ist ja wirklich eine muntere Debatte, die wir hier führen. Und man könnte ja meinen, das ist ja die arme Automobilindustrie, sind ja die ärmsten Schlucker überhaupt, die es in Deutschland gibt. Gerade die deutschen Automobilisten. Ganz, ganz, ganz schräg könnte man so meinen. Ja, jetzt lese ich mal vor, was die deutschen Automobilisten an Gewinnen erwirtschaftet haben im Jahre 2023. Daimler. Hören Sie doch erst mal zu, dann können Sie ja noch mal erwidern, wenn Sie das unbedingt machen möchten. Ja. Daimler, 19,7 Milliarden Euro. BMW, 17,1 Milliarden Euro. Der Volkswagen-Konzern, 22,6 Milliarden Euro. Ganz ehrlich, Herr Kollege, so viel Kohle können die eigenen Banken gar nicht erwirtschaften. In Summe 59,4 Milliarden Euro, mehr als der Landeshaushalt des Landes Hessen. Und da erzählen Sie hier etwas davon, dass die deutschen Automobilhersteller am Boden darben würden? Das ist doch vollkommener Quatsch, den Sie da erzählen. Sie haben doch überhaupt gar keine Ahnung, verdammt nochmal. Ja, und bei Daimler sind die Gewinne eingebrochen. Ganz dramatisch, meine Damen und Herren. Der Daimler-Konzern hat in 3 Monaten nur 3,9 Milliarden Euro Gewinn gemacht. Können Sie sich das vorstellen? Pro Monat 1,3 Milliarden Euro. Mensch, den deutschen Automobilisten, denen geht's ja so mies. Und soll ich Ihnen mal sagen, was mich wirklich ärgert, was mich wirklich anfasst, Herr Schweier? Wenn Sie sich hier hinstellen, schön im Warmen sitzend, so wie ich auch übrigens, während die Kolleginnen und Kollegen an den Bändern in den deutschen Automobilwerken gerade mit der Spätschicht angefangen haben, sich hinzustellen und zu sagen, dass die Löhne in der deutschen Automobilindustrie zu hoch seien. Wie abgehoben, wie respektlos, wie bürgerfern muss man eigentlich sein? Ich fordere Sie auf, sich heute und hier bei den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern zu entschuldigen für diese Aussage. Das ist eine bodenlose Frechheit, die Sie hier von sich gegeben haben. Und sich dann hinzustellen, und die deutsche Sozialpartnerschaft, unsere Kultur der industriellen Beziehungen und sozialen Beziehungen in Frage zu stellen, das ist ebenfalls eine wirklich bodenlose Frechheit. Und es zeugt eigentlich davon, dass Sie wirklich von Tüten und Blasen keine Ahnung haben. Wo gibt's die Schwierigkeiten? Schwierigkeiten gibt es übrigens auch nicht bei den großen Zulieferern. Die Schwierigkeiten gibt es tatsächlich bei den Tier 2, Tier 3 oder auch Tier 4 Zulieferern, weil die wirklich vor enormen Herausforderungen stehen, mit der Umwandlung des Automobilsektors hin zur Elektrifizierung. Und da werden wir als Landesregierung auch entsprechende Konzepte vorlegen, insbesondere da, wo es um Kreditfinanzierung und Beteiligung geht. Man punktuelles Marktversagen im Übergang von Verbrennergeschäft zur Elektrifizierung hat entsprechend zu unterstützen. Ich will aber auch noch mal klar machen, das, was ich heute Morgen angesprochen habe. Ein Teil der Debatten, die wir hier führen, das ist wirklich vergossene Milch, meine Damen und Herren. Die Elektrifizierung der Automobilindustrie ist das Mainstream-Szenario aller nennenswerten Automobilhersteller weltweit. Das ist in Europa so, das ist in China so, Klammer auf, mit einer optionalen Öffnung für synthetische Kraftstoffe, die es aber im Kern in Europa auch gibt, Klammer zu. Das ist in den Vereinigten Staaten so und das ist auch in kleineren Märkten, aber auch Schlüsselmärkten, weil es dort entsprechend Hersteller und Entwickler gibt, wie Japan und Südkorea ebenso, die ebenfalls ab den 2030ern auf Vollelektrifizierung setzen. Ob das am Ende des Tages alles wirklich so kommt oder wir nochmal Technologiesprünge in anderen Bereichen haben, das weiß ich nicht. Und das weiß auch die hessische Landesregierung nicht. Wenn das aber passieren sollte, verweise ich nochmal darauf, was ich heute Vormittag gesagt habe.
Entscheidend ist, dass wir skalieren, entscheidend ist, dass wir industrialisieren, entscheidend ist, dass wir kostengünstige Autos hergestellt bekommen von den OEMs. Und wenn das auf Basis von synthetischen Kraftstoffen oder meinethalben auch HVO, lieber Herr Naas, passiert, alles gut, alles fein. Aber nochmal einen Ansatz, nochmal eine Bemerkung, zur Elektrifizierung. Es wird ja irgendwie immer so dargestellt, als ob es auf EU-Ebene eine Verschwörung gäbe, 3-4 Leute zusammenkommen und dann sagen, wir machen jetzt Transformation, wir machen jetzt Elektrifizierung. Was ist denn der Ausgangspunkt der Debatte gewesen? Die Automobilindustrie hat bereits in den 90er Jahren über Elektrifizierung gesprochen. Und die langfristigen Pläne waren auch darauf ausgelegt, auf Elektrifizierung umzusteigen und auch die gesetzliche Rahmensetzung war darauf ausgelegt. Bis zum Jahr 2015. Als die von Ihnen hochgelobten KPI-Steuerer, lieber Herr Schweier, offensichtlich beim VW-Dieselskandal Angaben gemacht haben oder dazu aufgefordert haben, bestehendes Recht, bestehendes Gesetz zu brechen. Und das hat eine Bugwelle ausgelöst, die wirklich den Automobilsektor überrollt hat. Die Empörung, die es damals gab, nicht nur bei uns in Deutschland, sondern weltweit, hat dazu geführt, dass in Sachen Elektrifizierung eine Beschleunigung stattgefunden hat. Die hat es natürlich der Automobilindustrie schwer gemacht, sich umzustellen und macht es ihr immer noch schwer umzustellen. Ohne den VW-Dieselskandal, Abgasskandal, hätten wir diese ganze Diskussion mit einer Zeitversetzung von 8 bis 12 Jahren geführt. Es wäre möglicherweise am Ende des Tages für die Automobilindustrie besser gewesen, weil sie länger Zeit gehabt hätte, sich anzupassen. Aber auch das ist jetzt verschüttete Milch. Aber das gehört sozusagen zur Wahrheitsfindung dazu. Und ganz ehrlich, meine Damen und Herren, wenn General Motors es hinkriegt, den Hammer. Übrigens ein tolles Auto, auch wenn ich das natürlich nicht fahren würde, weil es nicht vernünftig ist mit Blick auf Klimaschutz. Aber wenn General Motors es hinkriegt, den Hammer voll elektrisch auf den Markt zu bringen, glauben Sie doch nicht wirklich, dass Audi, das VW, das Daimler oder das BMW ihre jeweiligen Flaggschiffe nicht voll elektrisch auf den Markt bringen können? Das ist doch Quatsch. Insofern werden wir uns als Landesregierung darauf konzentrieren, den Unternehmen zu helfen, die im Übergang sind zu neuen Technologien. Das betrifft insbesondere kleine Zulieferer, aber nicht ausschließlich. Und im Übrigen ist es auch so, dass die zentrale Herausforderung für die deutsche Automobilindustrie nicht die Elektrifizierung an sich ist, sondern aus unserer Sicht die Konkurrenz aus der Volksrepublik China. Denn das, was gerade läuft im globalen Wettbewerb, ist alles andere als fairer Wettbewerb oder Wettbewerb, der sozusagen den Spielregeln der WTO entsprechen würde. Das, was die Kommunistische Partei Chinas gerade anstellt mit Milliardensubventionen für die Automobilindustrie und dann dem Versuch, sozusagen die Überhänge, die sie da haben, auf den europäischen und nordamerikanischen Markt zu drücken, das ist aus meiner Sicht vollkommen inakzeptabel. Das hat nichts mit freiem oder fairen Wettbewerb zu tun. Das ist im wahrsten Sinne des Wortes kommunistischer Staatskapitalismus. Und dem müssen wir in Hessen, in Deutschland, in Europa entgegentreten, wenn wir nicht in der kurzen Frist sozusagen Verluste in unserem Automobilsektor erleiden wollen. Ein potenzieller gefährlicher Effekt übrigens, der sich durch die Zollpolitik der Vereinigten Staaten noch verschärfen könnte. Erlauben Sie mir zum Schluss noch mal eine allgemeine Bemerkung, weil das aus Sicht der Landesregierung auch noch mal wichtig ist. Der Strukturwandel der Automobilindustrie, Transformation, Strukturwandel, wie auch immer, ist nichts Neues. Abgeordnete Müller hat das angesprochen. Nach dem Krieg gab es eine Zersplitterung in Zuliefererindustrien. In den 70ern, 80ern gab es sozusagen Sprünge in der Robotik, wovon insbesondere der Karosseriebau betroffen war. In den 80ern und 90ern entsprechende Prozessveränderungen, japanisches Kaizen und so weiter und so fort. Und das ist jetzt ein weiterer Strukturwandel, vor dem die deutsche Automobilindustrie steht. Und ich bin der festen Überzeugung, dass das, was uns in Deutschland stark gemacht hat, tüchtige Ingenieurinnen und Ingenieure, tüchtige Facharbeiterinnen und Facharbeiter, tüchtige Arbeiterinnen und Arbeiter, die in mitbestimmten Unternehmen in der Schnittstelle zwischen Produktivität, Gewinnorientierung und fairem sozialen Ausgleich tolle Produkte auf den Markt gebracht haben. Wenn wir uns auf diese Stärke besinnen, dann werden wir auch die sogenannte Transformation bewältigen und einen entsprechend starken Automobilsektor in Hessen und Deutschland behalten. Und ich möchte auch nochmal ausdrücklich sagen, dass sich kein Mensch in Deutschland dafür schämen braucht, wenn er einen Verbrenner gebaut hat oder baut, wenn er ihn entwickelt hat oder entwickelt, wenn er ihn vertrieben hat oder vertreibt oder wenn er ihn mal gefahren ist oder fährt. Das, was Deutschland an Wohlstand zu verdanken hat, dem Verbrenner und der Automobilindustrie, ist unbenommen. Nichtsdestotrotz ist es am Ende des Tages so, dass wir vor einem Wandel stehen und diesen Wandel gilt es entsprechend zu gestalten.
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Damit sind wir am Ende der Debatte. Wenn niemand widerspricht, würden wir die beiden Anträge dann beide in den WVA überweisen.